Auf unseren wöchentlichen Touren entlang des Salzalpensteiges nähern wir uns nun der deutsch-österreichischen Grenze. Heute zeigen wir Ihnen eine letzte Etappe aus Bayern, bevor es nächste Woche in Salzburg weitergeht. Der Nationalpark Berchtesgaden und ein traumhafter Blick auf den Königssee erwarten Sie. Start beim Wanderparkplatz Hammerstiel bei Hinterschönau. Für den Weg zur Archenkanzel sind 1000 Höhenmeter zu bewältigen. Die Grünsteinhütte liegt auf dem Weg für ein kleines Päuschen. Von daher ist die Tour sehr familiengeeignet. Franz, du kennst ja diese Tour bereits wie deine Westentasche. Was sind denn deine persönlichen Tipps? Ja, wir haben hier ganz so unberührte Natur im Nationalpark. Wir haben sehr, sehr gute Informationsstellen auch hier entlang des Weges, um sich über die Natur und die Umwelt im Nationalpark zu informieren. Also gerade hier auf dem Weg zur Archenkanzel auf Kyrreund sieht man das Wechselspiel zwischen der menschlichen Nutzung, die früher durch die Almen da war, und der heutigen unberührten Natur, die weiterhin rund um den Königssee vorhanden ist. Ihr seid ja hier im grenznahen Bereich. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Österreich und welche Gäste kommen denn über die Grenze? Ja, diese Salzalpentour spricht eigentlich alle an, die moderat wandern wollen. Das ist jetzt keine hochalpine Tour, aber es ist schon mal was, wo man sich in die Berge bewegt, wo man 2-3 Stunden am Stück schon gehen können muss. Für die grenzüberschreitenden Besucher ist es so, natürlich gehen unsere Gäste auch einmal rüber ins Salzkammergut. Die Salzkammergut-Gäste kommen an den Königssee. Das ist ein Geben und Nehmen. Hier kann man gegenseitig voneinander profitieren. Ankunft bei der Grünsteinhütte. Hier wird die Tour vom Deutschen Wanderinstitut mit dem Premium-Siegel ausgezeichnet. Die Route profitiert von ihrer unberührten Natur. Das ist dem Nationalpark Berchtesgaden und seinen Rangern zu verdanken. So, wir haben es jetzt geschafft, hier hoch auf die Grünsteinhütte und stehen jetzt kurz vor unserem Einstieg in den Nationalpark Berchtesgaden. Sepp, du bist ja Nationalpark Ranger hier. Was ist denn das Besondere an diesem Gebiet? Dieser Nationalpark Berchtesgaden schützt hier Lebensräume, die sich verteilen rein höhenmäßig schon auf ein Niveau zwischen 600 und 2700 Meter, also Königssee bis auf zur Spitze vom Watzmann. Und das bedeutet, dass es hier ganz viele verschiedene Lebensräume gibt und auch entsprechend eine große Artenvielfalt. Nationalpark bedeutet ja auch Naturschutz, Umweltschutz. Was möchtest du denn dem Wanderer mitgeben? Was muss man denn beim Wandern in der Natur beachten? Ich glaube, dass es in der heutigen Zeit ganz wichtig ist, dass den Leuten bewusst ist, dass diese Natur nicht irgendein Sportgerät ist, sondern dass das ein Lebensraum ist für viele Arten und dass es da schon wichtig ist, dass man da und dort auch Rücksicht nimmt. Nach einer 2,5-stündigen Wanderung über Stock und Stein wartet schon die Aussicht der Archenkanzel. Belohnung ist ein Blick auf den smaragdgrünen Königssee, umrahmt von schneebedeckten Gipfeln.